Jetzt erleben wir eins der erfolgreichsten Konzertunternehmen der deutschen Musikszene. Es besteht aus ein paar Gitarren, Verstärkern, einem alten Wohnmobil und aus Martin C. Herberg. Der Wundergitarrist tourt schon seit Jahrzehnten durchs Land als vielbeklatschtes Ein-Mann-Unternehmen. Jetzt ist er müde, sagt er zumindest. Er will aufhören. Er sagt, jetzt ist Abschiedstournee. Wir haben ihn beim Wort genommen und ihn rund um ein Konzert im Saarland befragt. Zu seiner Sicht auf den Musikmarkt und warum er dieses Leben aufgeben will. Ich werde jetzt hier ziemlich viel rumzutun haben. Einzelne Gitarristen haben es schwer, weil die Leute denken, dass da würde eh nicht viel passieren und da wäre nicht viel Action. Dann gibt es auch ganz viele Menschen, die denken, dass man Gitarre nur am Lagerfeuer spielen kann. Jetzt brauche ich eine Steckdose. Die ominöse Stange. Da ist ja was. Das ist ja super. Und es ist einfach so. Viele von diesen Dingen, die ich hier habe, die sind schon über 30 Jahre in Betrieb. Das Mikrofon ist jetzt ungefähr 40 Jahre alt und ungefähr 400 Mal hingefallen. Das ist auch wirklich was ganz Furchtbares an dem Job, wenn man dann nach dem ganzen Spielen zwei Stunden das alles wieder zusammenbauen muss. Das ist auch etwas, was gar keinen Spaß macht. Sieht gleich alles ganz ordentlich aus. Martin C. Herberg, Kultgitarrist, vor seiner letzten Vorstellung in Saarbrücken. Der 60-Jährige verabschiedet sich mit einer zweijährigen Tour nach 38 Jahren auf vornehmlich deutschen Kleinkunstbühnen. Neunmal ist er in dieser Zeit im Saarbrücker Theater im Viertel zu Gast gewesen. Zu viel hat sich verändert im Laufe der letzten Jahre. Heute ist es voll, wenn 60 Leute kommen. Früher war es leer, wenn 60 Leute kommen. Das ist allgemein in der Szene. Alle Musiker sagen, dass es immer weniger Publikum wird. Aber man spricht halt nicht gerne drüber, weil das ja auch auf einen selbst zurückfallen könnte. Ich glaube schon, dass das durch Internet und diese Hunderte von Fernsehsendern viele Leute da kein Interesse haben, wirklich mal Kultur live zu erleben. Es ist jedenfalls so, dass der Aufwand pro Konzert, was die Fahrerei angeht, was die Anlage angeht, was das Licht angeht, der ist immens gestiegen, seit ich das vor 38 Jahren angefangen habe. Zeit, die ihm fehlt für das eigentliche Spiel und die eigenen Kompositionen. Road Movie heißt dieses Stück. Es ist ein bisschen auch der Soundtrack seines bisherigen Lebens, in dem oft genug der eigene Tourbus, Schlafplatz, Büro und Zuhause in einem war. 5% von diesem ganzen Beruf ist Gitarre spielen. 30% sind Autofahren, 10% sind Anlage aufbauen, Anlage abbauen, Anlage warten, stundenlang telefonieren, E-Mails schicken und sich mit der GEMA streiten. Und so weiter. Doch auf der Bühne ist der Frust vergessen. Herberg verbindet mühelos unterschiedliche Genres und zaubert eine ganze Band auf die Bühne. Diese Gitarre hier sieht aus wie eine Gitarre und ist auch eine Gitarre. Und ich kann da nicht nur Gitarre mitspielen, sondern auch Bass. Und nicht nur das. Zusätzlich ist an die Gitarre auch noch ein Synthesizer angeschlossen. Und kann wie bei einem Keyboard, ich muss natürlich spielen, also greifen und zupfen, kann jetzt irgendeinen Sound wählen, das könnte jetzt der hier sein. Jahre auf Tour.
Jetzt gibt Herberg jedes Jahr ein paar Konzerte weniger, bis 2017 dann ganz Schluss sein soll. Ganz bewusst nimmt er sich Zeit für den Abschied. Aber das wird passieren, klar. Dass ich dieses Leben vermisse, dass ich heute hier, morgen dort bin. Aber die Frage ist ja, ob ich das unbedingt mit Auftritten verbinden muss oder ob das nicht auch ohne Auftritte geht. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann einfach endlich zum Musikmachen komme und dass ich sogar dann mehr Gitarre spiele als vorher. Hoffentlich dann auch noch ab und an vor Publikum. Denn wie Herberg Gitarre spielt, das muss man nicht nur hören, sondern auch sehen.